Drei US-Amerikanerinnen zieht es zum Studium nach Florenz. Dort versuchen sie sich an der einheimischen Küche. Das geht jedoch gehörig schief. Es ist das Studentenessen schlechthin, Nudeln mit Käse. Sich während ihres Aufenthaltes in Florenz ein Pasta-Gericht zu kochen, der italienischen Zeitung La Nazione zufolge hatten die jungen Frauen Nudeln gekauft und machten sich in ihrer Wohnung daran, sie zu kochen. Dazu taten sie die Pasta in einem Topf und warfen den Herd an. Irgendwie hatten sie jedoch übersehen, dass Wasser bei diesem Gericht eine unverzichtbare Zutat ist. Es kam, wie es kommen musste. Nach kurzer Zeit stand der Pastatopf in Flammen. Die Studentinnen riefen die Feuerwehr, die den Brand löschte. Abgesehen von einigen beschädigten Küchenmöbeln kam niemand zu Schaden. Der Polizei, die diesem seltsamen Feuer nachging, berichteten die jungen Frauen, sie hätten nicht gewusst, dass man Nudeln in Wasser koche. Der US-Sender Fox News trug die Stimmen einiger Italiener zusammen, die sich über die Kochfähigkeiten der US-Amerikanerinnen mokierten. Einer schrieb unter den Artikel der Zeitung Il Giornale: Zurück in die USA, um Hamburger und Pommes frites von McDonald's Apost zu essen. Ein anderer behauptete, US-amerikanische Frauen seien in der Küche sowieso eine Katastrophe und könnten nicht einmal ein hartes Ei kochen. Ein weiterer Italiener warnte seine Landsleute, nicht zu ironisch zu kommentieren, denn eine der drei Köchinnen könne US-Außenministerin oder Präsidentin werden. Der berühmte Florentiner Chefkoch Fabio Picchi versuchte, ist nicht bekannt, aber schon jetzt scheint sicher, von diesem Auslandsaufenthalt bringen die drei Studentinnen völlig neue Kenntnisse mit nach Hause. Quelle: ntv.de